Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt heute ein ganz kurzes Video von mir und zwar ein Schwangerschaftsupdate zur 14. Woche. Ich will das heute auch ganz kurz machen, es gab gar nicht so viel zu erzählen in der Woche. Meine 14. Woche ging dann fortan so weiter, wie die 13. Woche aufgehört hatte. Ich habe ja ab Montag eben Vertretung machen müssen und ja, das musste ich dann für den Rest der Woche auch, also zumindest Montag bis Donnerstag, weil freitags arbeite ich ja nicht mehr. Ja, war recht stressig. Besonders erzählenswert ist folgendes Erlebnis in dieser Woche. Und zwar im Büro. Wir haben so Akten, die in so Transparenthüllen eben abgelegt sind, die so an zwei Seiten offen sind. Und da sind ganz viele Unterlagen eben immer drin pro Auftrag. Und die stapeln wir gerne mal so auf einem Besprechungsstapel. Und da dazwischen hat sich irgendwie ein Insekt getummelt, das dann zerquetscht wurde. Und das lag da wohl dann schon etwas länger, denn es hat schon ziemlich gestunken, als ich dann diesen Stapel angehoben habe. Und diese, ich nenne es jetzt mal Innereien dieses Insekts, das war so alles total zerquetscht. Also es muss ein bisschen größeres Insekt gewesen sein. Also da war schon eine ziemliche Schmiere. Und das hat so dermaßen gestunken. Das war wirklich unter aller Sau. Also mich hat es richtig gelupft. Auf gut Schwäbisch sagt man gelupft. Aber es hat mich einfach, ja, ich musste mich schier übergeben. Ja, also das war wirklich ekelhaft. Ich habe das dann mit dem Zewa versucht wegzuwischen, aber immer wieder kam es mir schier hoch. Und ja, es waren dann noch zwei Kollegen in meinem, oder zu dem Zeitpunkt in dem Büro, aber irgendwie hat sich keiner daran gerade gestört gefühlt. Die waren so in ihrem Ding gerade auch drin, dass sie es nicht so wirklich mitbekommen haben. Erst als dann fast alles rum war, kam dann die Frage, ist alles in Ordnung? Ja, jetzt ist es dann auch weggeputzt. Also das war wirklich richtig ekelhaft. Ich habe so Brechreiz davon bekommen. Selbst als ich das dann noch Tage später, dieses Erlebnis dann wieder geschildert habe und mich erinnert habe an diesen Geruch, kam das wieder so hoch und ich hätte fast wieder speien können. Da war ich doch ziemlich geruchsempfindlich in der Woche, würde ich sagen. Ja, das habe ich mir auch separat generell hier nochmal notiert gehabt, geruchsempfindlich. Und daraus resultierte Übelkeit. Und das eben auch dann am Mittwoch. So hatte ich mir das auch noch notiert, genau. Also in der Woche Übelkeit aufgrund von Geruchsempfindlichkeit. Aber nur wirklich deswegen und nicht, weil das Thema Übelkeit hatte ich ja eigentlich schon abgehakt. Aber aufgrund der Gerüche kam es da dann nochmal auf. Aber sonst alles gut. Ich habe in der Woche dann auch mal Überstunden gemacht, weil es einfach nicht anders ging. Aber ja, das war, meine ich, nur eine Stunde. Das ist nicht weiter dramatisch. Das konnte ich auf jeden Fall vertreten. Weil ich meine, dass man in der Schwangerschaft nicht unbedingt Überstunden machen darf oder sollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall guckt da mein Arbeitgeber sehr darauf. Dann war, meine ich, an dem Donnerstag in der Woche Feiertag und somit sind wir dann am Freitag in meine Heimat gefahren, an den Bodensee nach Friedrichshafen und haben meine Familie besucht und die dann eben persönlich über die Neuigkeit informiert und die haben sich alle total gefreut. Also meine Schwestern, also ich sag mal, lass mich mal rechnen. Ich habe vier Schwestern. Drei davon habe ich dann schon mal darüber informieren können. Und meine Mami eben. Mein Papa ist ja schon verstorben. Ja, und dann waren wir noch bei Freunden, haben die eben darüber informiert. Und alle haben sich total gefreut. Und ja, war sehr, sehr schön. Wir haben die Zeit sehr genossen. Wir waren eben von Freitag bis Sonntag in Friedrichshafen am Bodensee. Und das Wetter hat super mitgespielt. Wir waren toll am See direkt unterwegs, haben Eis gegessen, waren spazieren, haben dann auch noch das Grab von meinem Papa richten können, mit neuen Pflanzen eben bestückt, also Blumen. Und das Wetter hat einfach astrein mitgespielt. Mir ging es auch gut, es war nicht zu heiß, weil das merke ich inzwischen eben auch schon, dass das doch ganz anstrengend werden kann, wenn es sehr, sehr heiß ist. Ansonsten ging es mir in dieser Woche sehr, sehr gut und gibt eigentlich so weit, dass gar nichts zu erzählen. Meine Zunahme war dann bei 1,6 Kilo plus zuvor der Schwangerschaft. Also für die 14. Schwangerschaftswoche ist das, denke ich, vollkommen
zufriedenstellend. Ich kann mich nicht beklagen. Ich gucke ja jetzt nicht großartig jetzt so aufs Essen. Ich schaue halt, dass es einfach gesund ist, gut. Eine Currywurst mit Pommes oder so, das darf es dann schon auch mal sein. Also Currywurst in vegan natürlich, nochmal zur Ergänzung, weil die sah wohl täuschend echt aus, also echt im Sinne von wirklich eine fleischige Wurst, aber das war es dann nicht. Ich habe das ja auf Facebook und Instagram gepostet und es darf auch mal eine Pizza sein, gerne natürlich dann auch eine selbstgemachte, das ist ja bei uns eigentlich so meistens dann der Fall, also eine frische, Teig auch selber gemacht und ausgerollt und alles und mit schön viel gemüsigem Belag. Ja, von daher, also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen so hinsichtlich meinem Gewicht. Ich hoffe, das bleibt auch so und denke, dass ich mit einer Zunahme von 8 bis 12 Kilogramm auf jeden Fall super zufrieden sein. Wobei ich glaube, genau das habe ich im letzten Video auch schon gesagt. Aber sei es drum, ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Gab es bei euch irgendwas Spektakuläres in dieser Schwangerschaftswoche oder in der Phase, wo ihr mir erzählen könnt, wollt, wie auch immer? Mich interessiert das natürlich brennend. Jede Schwangerschaft ist anders, deswegen auch immer total interessant, das von anderen eben erfahren zu können. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare und dann nehme ich das ja im nächstmöglichen Video auf. Ich drehe aktuell noch vergangene Wochen, aber ich bin gut dabei, dass ich jetzt dann auf jeden Fall zeitnah ab der 16. Schwangerschaftswoche wird das auf jeden Fall zeitnah geschehen und dann eben auch aktuelle Live-Bilder meines Bauches folgen, also beziehungsweise werde ich euch meinen Bauch dann immer zeigen, nicht mehr per Foto. Und in diesem Video werde ich euch noch wie letztes Mal auch wieder anhängen. Genau. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.